Ja, dann sage ich herzlich willkommen zu unserem nächsten Sozialkontakt. Gespräche über Menschen, die sich sozial und politisch engagieren. Hier aus dem Kreisverband des Paritätischen im Main-Tauber-Kreis und vom Regionalverband Heilbronn-Franken. Die Katja Knorr und mein Name ist Werner Fritz. Wir haben wieder eine wunderbare Gästin heute. Und zwar ist es Frau Dr. Kaplirsch zu Sülewitz. Und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind und dass wir uns heute ein bisschen darüber unterhalten können, was eben Ihren Verein Sprungbrett ausmacht, aber auch was Sie ausmacht. Ihr Motto beim Verein Sprungbrett ist ja, eine Idee lebt. Und wie sie lebt und wie sie weiterlebt, hoffentlich, darüber werden wir uns unterhalten. Der Verein Sprungbrett ist ein Verein, der sich im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Handicaps engagiert, stark macht und ist im Main-Tauber-Kreis verankert im Uetingshof. Und Sie sind ja auch als Vorständin im Main-Tauber-Kreis des Paritätischen quasi meine Kollegin. Und von daher freue ich mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Ja, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen auch von mir an dieser Stelle an Sie, Frau Dr. Kaplirsch zu Sülewitz und an alle Interessierten an den Bildschirmen. Kaplirsch zu Sülewitz, das ist kein klassischer Main-Tauber-Kreis, Main-Taubertal-Name. Ja, was hat Sie und Ihre Familie denn ins Main-Taubertal geführt? Ja, unsere berufliche Situation hat uns vor 35 Jahren hierher gebracht. Meine Familie selbst kommt ursprünglich aus Böhmen, wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben. Die Familie meines Mannes aus Mecklenburg-Vorpommern. Und wir haben uns beim Studium, dem landwirtschaftlichen Studium kennengelernt und sind nach dem Studium dann zunächst nach Nordrhein-Westfalen zurück und dann in den 1988 in den Main-Tauber-Kreis gekommen, schon als Familie, weil wir da einen landwirtschaftlichen Betrieb übernommen hatten und den jetzt auch noch weiterführen in der zweiten Generation. Ja, da merkt man schon, dass Sie, also glaube ich, ein großes Faible haben für die Landwirtschaft, auch für die Natur, auch für die landwirtschaftliche Gegend hier im Main-Tauber-Kreis. Aber ein zweites großes Faible hat sich ja bei Ihnen entwickelt, nämlich die Frage des sozialen Engagements und des Einsatzes für Menschen mit Handicap. Was hat Sie denn da motiviert, sich in dem Bereich zu engagieren? Ja, die eigene Betroffenheit war zunächst Anlass, mich überhaupt mal mit diesem Thema zu beschäftigen oder wir uns als Familie zu beschäftigen. Unser zweites Kind ist mit einem Down-Syndrom geboren worden. Zu der Zeit wohnten wir noch in Nordrhein-Westfalen. Hatten natürlich zunächst viele Sorgen mit diesem Kind in gesundheitlicher Hinsicht, waren aber dann ganz schnell in eine Elterngruppe integriert, die sich damals schon man nannte es damals Integration, verschrieben hatte und konnten innerhalb ganz kurzer Zeit zwei integrative Montessori-Kindergärten gründen und ans Laufen bringen. Und hatten das Glück, dass auch unser Sohn dann noch 2 Jahre dorthin gehen konnte, bevor wir in den Main-Tauber-Kreis gezogen sind. Selbst in dieser Zeit, also 1988, gab es bereits in Bielefeld eine inklusive Grundschulklasse. Und ich habe mich an sich mit diesem Thema der Unterschiedlichkeit in verschiedenen Bundesländern offensichtlich nicht so sehr beschäftigt, sodass ich,
als wir hierher gezogen waren, schon sehr überrascht war, dass es hier noch eine ganz andere Situation gab. Und das hat uns als Familie natürlich dann sehr beschäftigt und es hat natürlich auch viele Jahre gedauert, aber wir konnten dann zumindest im Jahr 2000 den Verein Sprungbrett gründen mit Eltern, Lehrern und der Schule im Taubertal, also der damaligen Sonderschule für geistig Behinderte, letztendlich einen Verein zu gründen, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigung zu stärken und sich für eine inklusive Gesellschaft, wie es damals dann schon hieß, einzusetzen. Ja, Ihr Verein Sprungbrett ist ja dann zum Träger, also ein Träger geworden in der Eingliederungshilfe und insbesondere auch in den offenen Hilfen. Was macht Sprungbrett und welcher Personenkreis ist bei Ihnen genau richtig? Dadurch, dass viele Eltern, die damals in der Gründungssituation schon im Verein waren oder zu Anfang schon aktiv waren, Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung haben oder hatten, haben wir uns hauptsächlich um diese Kinder und Jugendlichen bemüht und tun das auch heute noch. Dann viele Angebote oder hauptsächlich die Angebote im kulturellen Bildungs- und Freizeitangebot zu sehen. Eingebunden sind sehr viele sportliche Aktivitäten. Das war uns von Anfang an sehr wichtig. Besonders auch, was letztendlich dann das therapeutische Reiten angeht. Die guten Erfahrungen, die wir mit unserem Sohn hatten in dieser Beziehung, hat eigentlich dazu beigetragen, auch hier therapeutisches Reiten anzubieten. Das hat uns natürlich eine Menge Mühe bereitet und Kosten. Wir haben das aber dann letztendlich 2007 geschafft und können seither eben verschiedene Fördermöglichkeiten bis hin zum Sport, zum Leistungssport, Paraleistungssport anbieten. Ja, wenn Sie da zurückdenken an die ganze Zeit und an die Arbeit, die Sie machen, sehr vielfältig mit Theater, mit therapeutischem Reiten, mit verschiedenen Angeboten. Was sind denn so die Momente, wo Sie sagen, dafür hat sich's gelohnt und dafür ist es wert, sich so einzusetzen und so stark zu machen? Es ist letztendlich die Freude, die Kinder und Jugendliche, Erwachsene ausstrahlen können, wenn sie Erfolg hatten oder wenn ihnen was gefällt. Die Freude ist viel stärker und natürlicher ausgedrückt als letztendlich bei vielen anderen Menschen, die man so im Alltag begegnet. Und das ist ganz beeindruckend, wie man zum Beispiel auch im Ensemble des inklusiven Theaters mit diesen Menschen arbeiten kann, wie sie sich entwickeln können letztendlich, wenn sie die Möglichkeit haben, sprachlich oder eben im Auftreten gefördert zu werden und letztendlich dann mit dem Erfolg bei einer Vorstellung oder Aufführung in der ersten Reihe stehen dürfen, auf gleicher Höhe mit allen anderen auch. Ja, also das kann ich bestätigen. Ich fand es auch sehr beeindruckend, als ich mal dabei sein durfte bei einer Vorführung. Und das war das, was Sie sagen, mit der Freude, die darüber kommt, mit dieser total natürlichen Begeisterung. Das ist schon was sehr Mitreißendes. Und das kann ich gut nachvollziehen, dass Sie sagen, ja, dafür lohnt sich's. Was waren denn so auf Ihrem Weg bisher so Aspekte, wo Sie gesagt haben, ja, das hat mich motiviert, das hat uns unterstützt, das hat uns tatsächlich geholfen? Und was waren auch vielleicht Punkte, wo Sie sagen, da hat's, das waren Hürden und da hat's uns jemand schwer gemacht oder die Umstände haben es für uns erschwert, wirklich eine gute Arbeit zu leisten? Ja, Positives kommt natürlich zurück von Betroffenen, von Eltern, auch von der Bevölkerung inzwischen.
Denn jede Öffentlichkeitsarbeit bringt natürlich diese Situation oder diese Umstände ins Gespräch. Und letztendlich ist eine gute Vorstellung oder Erfolg letztendlich auch im reiterlichen Bereich gesellschaftlich ganz wichtig. Und dadurch erfährt man Anerkennung nicht nur der Betroffene, sondern auch letztendlich der Verein. Das gab immer wieder Momente, wo uns bestätigt wurde, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und das letztendlich führt dazu, dass man das Gefühl entwickeln darf, dass es die Mühe es wert ist. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch die Mühe, Fördergelder zu erhalten und Anerkennung öffentlich zu erfahren. Und das macht uns gerade jetzt bei der Umsetzung des Landesrahmenvertrages schon große Mühe und kostet viel Kraft und Anstrengung. Und da erhoffe ich mir doch, dass wir zumindest das Ziel erreichen, die notwendigsten Angebote, die wir haben, über Eingliederungshilfe letztendlich anerkennen zu lassen oder dass die anerkannt werden. Und da sind wir gerade dabei. Ja, also vielen, vielen Dank. Das ist jetzt, glaube ich, einfach auch nochmal ganz deutlich geworden, mit wie viel Kraft und auch persönlichem Engagement und Energie Sie da Ihren Verein aufgebaut haben und da einfach auch ein Angebot geschaffen haben für Menschen, das Ihnen wirklich auch Sie fördert und Ihnen wirklich auch hilft, Sie unterstützt. Ja, wir haben immer noch eine Abschlussfrage an unsere Gäste. Angenommen, wir treffen uns in 5 Jahren wieder, hier in dieser Runde. Ihre Idee lebt weiter. Wo sehen Sie sich und wo sehen Sie Ihren Verein Sprungbrett? Eine gute Frage. Natürlich hat man die Hoffnung, dass es so weiterläuft und dass wir uns letztendlich ehrenamtlich ein bisschen mehr zurückziehen können, dass wir eben auch die Möglichkeit haben, eine Verwaltung aufzubauen, auch für unseren Verein, über Fachleistungsstunden und letztendlich festangestellten Personal. Denn das würde die Situation wesentlich erleichtern, ehrenamtliche Personen heute zu finden, die sich engagieren, ist nicht ganz so einfach im niederschwelligen Bereich. Ja, aber wir wollen ja weg davon, sondern benötigen eben auch Fachkräfte. Und letztendlich ist das das finanzielle Thema, das wir haben. Und das kostet dem Verein sehr, sehr viel Kraft und dem Vorstand eben sehr viel Mühe und Zeit, Spenden zu akquirieren. Ohne die könnten wir das alles nicht anbieten, das wir anbieten im Moment. Und da müsste sich oder muss sich etwas ändern. Aber ansonsten, denke ich, sind wir auf einem guten Weg. Man möchte ja allen Menschen die gleiche Möglichkeit geben, sich im Alltag so zu bewegen, wie wir selbst alle auch. Das heißt, alle Menschen mit Beeinträchtigung haben die gleichen Rechte wie wir als Gesellschaft in der Gesellschaft und somit sind eben hier Leistungen zu erbringen, die es diesen Menschen möglich macht, mit uns auf einer Stufe zu stehen. Und das erhoffe ich mir, dass das hier vor Ort umzusetzen ist. Ja, da hoffen wir sehr, sehr gern mit Ihnen. Und würden uns freuen, wenn wir dieses Gespräch führen könnten in 5 Jahren, wo Sie dann sagen, jawohl, jetzt haben wir es irgendwie so aufgestellt, dass wir gut weiterarbeiten können und dass die Idee weiterleben kann. Ich bin begeistert von dem, was Sie so
geleistet haben schon und was sie auch für eine Energie da noch mitbringen. Und wir wünschen Ihnen, denke ich, dafür alles Glück und alles Gute, all die Unterstützung, die Sie brauchen. Und weiterhin, ja, danke weiterhin Ihnen sehr die Energie dazu. Alles Gute.